Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Magic Duels. Und wir versuchen, die Geschichte von Kaladesh abzuschließen. Da gibt es ja dann auch, was kriegen wir da? Die Starterbox und die Archetypen. Dann können wir natürlich endlich richtig mit den Kaladesh-Karten zocken. Außerdem, heute Abend gibt es noch das dicke Booster-Unboxing hier für Kaladesh. Wir verbraten alles Gold, was ich habe. Und wir spielen jetzt erstmal hier ganz gemütlich das letzte Kampagnestück. Da schießen die Wiedervereint-Wächter aus der Zuschauermasse hervor. Chandra eilt in die Arena, um ihre Mutter zu schützen. Mit Nissa und Jace an ihrer Seite, Chandra entlädt ihre ganze Wut auf Pias Häscher. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, Tesseret, nice. Also, Jace und Nissa sind auch angekommen. Ja, bin ich mal gespannt. So, wir kämpfen als Gatewatch die Wächter gegen Tesseret und... Hä? Tesseret und Tovin oder was? Das passt doch nicht. So, wir haben alles... wir spielen Grün-Blau-Energiemarken. Yes, da habe ich richtig Bock drauf. Hier mit dem himmelfahrenden Reisenden, der macht uns ganz viel Energie. Dann haben wir hier den Leviathan fürs Endgame. Und ja, wir können auch noch weiter wild rumtutoren. Das gefällt mir. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Basic, Super Falls. Okay, wir brauchen mehr grünes Mana. Ah, die Zunderwaldlichtung kriegen wir aber niemals ungetappt ins Spiel. Ah, Emine. Naja gut, Turn 2 brauchen wir auch nicht, 2 Mana. Wir werden im nächsten Zug die sich entfaltende Wildnis legen. Wahrscheinlich für einen Wald. Und dann können wir dann nächste Runde Schwefelfälle legen. Was haben wir hier? Ah, Dynavoltturm. Oh, auch nicht schlecht. So, jetzt machen wir erstmal so. Jetzt schauen wir erstmal, wie unsere Mana-Base aussieht. Das ist ein bisschen wichtiger. Okay, da ist jetzt nicht mehr so viel über. Wir haben Blau, wir haben Mountain. Nehmen wir Grün und Blau. Also wir haben ja hier noch ein Evolving Wilds, das wollte ich damit sagen. Wir nehmen Grün und Blau. So. Alles klar. Weiter geht's. Dann können wir nächste Runde nämlich den Reisenden legen. Was hat er denn? Okay, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was der Baumrückenstampfer an dem Deck soll. Wir sind ja nicht das klassische Flicker-Deck. Also soll er, glaube ich, einfach nur eine gute Karte sein. So, wir legen ihn. Wir wollen ihn ja auf jeden Fall legen. Deswegen müssen wir auf die Insel legen. Jetzt haben wir hier unser 5. Land. Und das, also jetzt können wir Land 4 und 5 auch ungetappt legen. Wir haben jetzt eine Insel im Play. Jetzt haben wir so ein bisschen das Problem der Tapped-Länder am Anfang überwunden. Und können jetzt endlich so ins Spiel eintreten, richtig. Können auch den Dynavoltturm legen, wobei wir ihn erst legen müssen, wenn wir, oder bevor wir einen Spontanzauber in der nächsten Reihe legen. Das ist aber immer noch okay. Oh je. Frage ist, greift er an? Nächste Runde? Ist egal. Ich möchte uns 2 Energien nämlich noch machen, weil dann haben wir mit ihm 7 und können ihn fast sofort aktivieren. Also wir müssen nur noch einmal irgendwie Energie kriegen. Dann können wir auch das Ätherwind-Urwesen starten, wobei der Dynavoltturm auch gar nicht schlecht ist. Für 5 können wir da zumindest den Vorsteher der Gießerei abschießen. Der Giererei. Der Gießerei. Können wir 3... Ja, könnten wir auch machen. Es sei denn, der hat noch einen davon. Oh. Oh, wer hätte das gedacht? Okay, wir bleiben auf jeden Fall auf der Leviathan-Seite, würde ich sagen. Wobei wir einen Upkeep warten müssen, bis wir ihn benutzen können. Egal, so viel Mana haben wir ja noch gar nicht. Wir müssen ja noch 2 Länder ziehen, deswegen. Also, gucken wir jetzt erstmal. Evolving Wilds. So, wollen wir ihn legen? Nein, er ist irgendwie schlecht. 5-4 ist in Ordnung. Ja, 5-4 ist tatsächlich in Ordnung. Legen wir ihn. Und erhöhen unseren Energievorrat mal auf 6. Ja. Attack. Unser Gegner hat schließlich auch nur noch 3 Handkarten. Viel Energie mit dem Dynavoltturm. Da könnten wir das Ganze auch zusammen oder auscontrollen. Ja, wir wollen den Dynavolt. Oh. 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 Oh.
Kampf wird schwerer, als ich dachte. So viel Removal, das ist ja fies. Ha. Huh. Oh. Oh, oh. Wird bis zum nächsten Zug ein Land. Bleibende Karte aus dem Friedhof auf die Hand zurück. Ha, das ist was, wenn das Board uns gehört. Spielen wir erstmal den Dynavolturm. Ich fetche jetzt auch schon mal. Wir haben Doppelgrün, Doppelblau. Doppelrot haben wir auch, glaube ich. Ich glaube, Grün ist unsere Hauptfarbe. Nehmen wir noch ein Grünes. Wir greifen nicht an. Dann würde er wahrscheinlich mit dem Koloss angreifen, dem Mecha-Koloss. Dann schießen wir das Ding vielleicht ab. Oh, das ist schwer. Jetzt müssen wir echt aufpassen. Aus irgendeinem Grund hat er auch immer noch drei Handkarten und sein Board ist auf einmal besser. Das ist der Koloss gewesen. Das war gut. Oh. Oh, okay. Ich will mir die Energie so ein bisschen noch sparen, habe ich so das Gefühl. Ah. Ah, wenn ich jetzt nächste Runde lande. Ah, jetzt muss ich echt gucken. Im Endstep. So, der Leviathan. Den können wir nur spielen, wenn wir ein ungetapptes Land ziehen. Und dann können wir aber auch sofort seine Fähigkeit natürlich nicht benutzen. Wir müssen jetzt was abschießen. Glaube ich. Ah, wir hätten uns einen Schaden. Ah, doch, wir hätten uns einen Schaden sparen können. Verdammt, da ist das ungetappte Land. Das kann doch jetzt nicht sein. Na, jetzt haben wir auf jeden Fall einen Blocker für den Koloss. Vielleicht können wir es ja jetzt doch noch irgendwie schaffen. Ah. Eine Kreatur, ein Kreatur, ein Planeswalker. Ah. Da, okay. Das ist sogar relativ okay für uns. Bestimme ein Artefakt. Dieses Artefakt wird nicht geopfert. Bestimme eine Kreatur. Wird nicht geopfert. Was? Was hat er getan? Was? Was war das denn? Er opfert beide Kolosse. Wie geil ist er denn? Lustig. Ja. Nein, wir wollen den nicht legen. Oder? Nein. Wir greifen an. Ja. Ja, ich weiß nicht genau, was er da jetzt getan hat. Das war auf jeden Fall nicht so schlau. Bisschen schlecht programmiert anscheinend, die AI mit, was muss ich opfern, wenn ich selber den Cataclysmic Hulk-Spieler hier. Nein, war nicht so gut, war nicht so gut. Okay. Oh, okay. Nächste Runde kommt irgendwas wieder. Was nimmt er denn? Also irgendein Koloss, denke ich mal. Okay. Er spielt wieder ihn. Aber wir können ja einen Planeswalker behalten. Deswegen ist das okay. Er greift an für eins. Und zwar uns. Das ist wirklich okay. Oh, wir dürfen tatsächlich einen Planeswalker behalten. Ich überlege aber, sie einfach zu ultien und zu töten. Weil das Spiel ist jetzt... Was passiert hier? Achso, alles klar. Nein, wir spielen safe. Ich habe es letztes Mal schon fast... Oder ich habe es letztes Mal verzockt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir spielen es safe. So. Angriff Leviathan. So, unser Gegner geht auf 8. Wir sind wieder auf 9. Ganz entspannt. Ich glaube, wir haben nichts zu befürchten diesmal. Huch, habe ich nicht weitergedrückt? So, was haben wir denn da? Lebensverknüpfung? Alles klar, das ist in Ordnung. Da brauchen wir keine Angst vor haben. Ich genieße noch meinen morgendlichen Kaffee. Ist noch relativ früh.
da ich euch ja heute zwei Videos online stellen will. Ich habe auch schon das Ultimate Guard Produkttest-Video. Das ist schon das ist schon fertig. Ich bin noch im Messevideoschnitt. Ich habe gestern noch die fehlenden Daten gekriegt, die bei Leonie auf der Kamera waren. Dann kann ich das alles fertig machen. Ich hoffe, das seht ihr dann morgen, das Video. Und danach kommt dann das Ultimate Guard Video. Dann habe ich noch ein Interview mit dem Pair von Bodyfiles, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Also, wir haben noch einiges zu tun. Ja, unser Gegner spielt auf jeden Fall nicht seinen Cataclysmic Gear Hulk, glaube ich, ne? Wir haben es immer noch nicht raus. Ist mir auch egal. Ich muss mich jetzt hier konzentrieren. Okay, erstmal Angriff, erstmal gucken. Er muss ja den 5-4er blocken. Okay. Dann benutzen wir unsere Energie dafür. 3 ins Gesicht. Ich bin mir nicht sicher, warum Tezzeret und Dovin jetzt im Team waren. Ich dachte, Dovin hat Tezzeret gerufen. Dovin hat die Gatewatch gerufen, weil er denkt, dass Tezzeret was falsch macht, weil Tezzeret ja mit Nicole Bolas arbeitet. Naja. Boosterpackung. Alles klar. Und neue Karten freigeschaltet. Ich würde jetzt echt gerne mal wissen, was das ist. Aber wir lesen jetzt erstmal. Mit vereinten Kräften gelingt es den Wächtern, Pier zu beschützen und gleichzeitig Tezzeret und das Konsulat in Schach zu halten. Im letzten Moment zieht sich Tezzeret zurück und flieht aus dem Kampf. Doch während die Wächter abgelenkt sind, beschlagnahmen Vollstrecker des Konsulats die besten Erfindungen, verhaften ihre Erfinder und ziehen sich zum Turm der Konsuln zurück. Chandra und Pia Nala sind endlich wieder vereint, doch Tezzerets Schatten liegt bedrohlich auf Kaladesh. Ja. Oh, der hat doch so eine fette Statue bekommen, habt ihr das gesehen? Ja, da wird es auf jeden Fall nochmal was kommen. Also, wir haben volle Energie, aggressive Deck, Energiemarken, ja. Achso, das war's. Und ein Booster. Ernsthaft, ein Booster, das war's jetzt. Teaser für heute Abend. Also, wir haben das Girapur Orrery. Okay, damit können wir eigentlich nichts machen. Alles klar. Okay, zurück zum Store. Okay, ja, auf jeden Fall, das war die Kaladesh Story Kampagne. Ich hoffe, die Videos haben euch gefallen. Heute Abend werdet ihr dann, ich denke, ja, ich weiß noch nicht genau, wann das online geht, aber auf jeden Fall heute, ich nehme die Videos hintereinander auf und dann werden wir für 3400 Münzen, das sind 22 Booster werden wir dann nachher aufmachen und dann schauen wir mal in die Kartensammlung rein und überlegen uns schon mal, was wir dann zusammen bauen können, wenn ich dann die nächsten Spiele wieder online bestreiten werde. Ja, lasst ordentlich Kommentare da und dann sehen wir uns heute Abend. Bis dann. Ciao. Solide, dass du das Video bis zum Ende gesehen hast. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Lass ruhig einen Kommentar da, wenn dir irgendwas aufgefallen ist oder irgendwie Vorschläge einfach da sind. Ich freue mich immer über die ganzen Kommentare der Zuschauer. Einen Daumen hoch. Zeigt mir auch, welches Video euch am besten gefallen hat, damit ich eventuell weiß, wovon ich mehr produzieren soll. Ihr findet mich zusätzlich natürlich noch auf Facebook und Twitter, falls ihr noch mehr Infos rund um Magic haben wollt. Und wenn ihr den Kanal weiter unterstützen möchtet, könnt ihr auch einfach mal unten auf meiner Patreon-Seite vorbeischauen. Auf jeden Fall vielen Dank für den ganzen Support und wir